Hello, und mit ganz großen Schritten werden wir nicht lange bitten und uns hineinbegeben. Da, wo alles anfing, Laterne eben das Gemälde abstellen. Schalte Delilah Cutterspoon aus. Betritt das Gemälde. Krass. Sieht echt nicht schlecht aus. Also das erinnert mich... mal hinter das Bild gucken, da ist nichts. Erinnert mich ein bisschen gerade so an Hexen, oder steht da jemand? Ja, eine rote Flasche. Das erinnert mich so ein bisschen an Hexen oder auch in Oblivion damals gab es auch eine coole Mission, wo man in Gemälde rein konnte. Also werden wir dort, wo alles anfing, bin ich hinein. Gemälde betreten. Tun wir das. Das nichts. Der Blutdorn ist eine tödliche Falle, die von den Bridgemore-Hexen im Kampf beschworen wird. Ist das Nichts zu fallen, ist nicht tödlich. In das Nichts zu fallen, ist nicht tödlich. Hey, fallen wir doch ins Nichts. Das kennen wir aber schon. Vorsicht vor Blutdorn. Sie können Gegner innerhalb ihrer Reichweite von Vorsprüngen herunterziehen. Dringen die Ruinen des... Ich soll Delilah aufhalten, denn das werde ich auch tun. Wow, was ist das für... Du hast viele Talente, Doubt, und sie halfen dir. Delilahs Talente sind ganz andere. Sie erschafft Bilder, aber es ist mehr. Sie fängt den Geist ein, zwingt dem Opfer ihren Willen auf, was es auch ist. Wir werden Zeuge ihres Meisterwerks und vielleicht auch des deinigen. Ich habe dir Delilahs Namen genannt, und du bist ihm gefolgt. Du siehst nun, was auf dem Spiel steht. Emilys Leben, Delilahs Ziele, ein Kaiserreich vor dem Zerfall. In deinem langen Leben habe ich dich nicht oft so barmherzig gesehen. Ach, danke schön. Ich vergebe mein Zeichen nur selten, und ich habe keine Lieblinge. Aber das werde ich beobachten, mit großer Aufmerksamkeit. Sprung des Glaubens. Oh Gott, das ist Indiana Jones. Ich finde das lustig und ich finde es auch gut. Ich meine, der Herr Outsider oder hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ich Doubt spiele. Hinein! In das Nichts. Wollen mal sehen, worum es wirklich geht, Delilah. Oh, ein Baum. Ja, komm. Wir brauchen das nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir anders gegen sie kämpfen können. Delilahs Ritualstätte. Einfach ein schöner, großer Baum. Wir werden uns natürlich jetzt hier umschauen. Da gibt es eine Leiter, wollte ich sagen. Die Treppe nach oben. Bleiben erstmal hier unten. Schauen uns um. Da sind überall ihre Statuen, die hier aufpassen. Quasi. Eliminiere sie. Nicht tödlich, finde einen... okay. Wir sollen ein Ersatzgemälde finden. Das ist cool. Das finde ich schön. Dass es hier doch die Möglichkeit gibt, anders zu handeln. Emily Caldwin, Tochter von Jessamine Caldwin, Erbin des Kaiserreichs der Inseln. Ich rufe dich aus dem Nichts. Wir müssen das aufhalten. Koste es, was es wolle. Ich rufe dich mit auf. Entschuldigung, wenn wir den Text jetzt gerade nicht hören. Man kann ihn ja lesen. Es ist im selben Stil wie Emilys Porträt gemalt. Das wird eine Überraschung. Haar gefertigt. Emily.
Ignoriere mich nicht. Meine Kräfte sind zu mächtig. Mein Arm reicht zu... Okay, sie redet und redet und redet. Eigentlich will ich das ungern unterbrechen, aber ich werde es trotzdem tun. Da haben wir es. Insel berührt das nichts. Ausgetauscht. Ich sehe dich, Emily Caldwin. Ich atme deinen Atem. Ich spüre, was du tust. Die strahlenden Morgen im Pop. Die kühle Nachtluft in der Ruine, in der du schläfst. Und den Gestank des Flusses. Bilder stechen ins Auge. Auge berührt den Geist. Geist berührt das Nichts. Ich spüre deine Liebe für Corvo Atano und deine tote Mutter. Für dein Kindermädchen Callista. Ich spüre deine Angst in der Nacht. Deinen Hunger zu lernen, um jemand Wichtiges zu werden. Das ist auch mein Hunger. Meine Angst. Du bist nun mein. Wir sind fast fertig. Schließ die Augen, Emily. Schlaf für immer. Spüre, wie sich das Nichts unter dir öffnet. Mach Platz für mich. Öffne dich, Emily. Öffne dich jetzt für mich. Farbe fließt. Blut fließt. Leben vergeht. Raus mit dem Alten. Rein mit dem Neuen. Du hast lange genug in diesem Körper gelebt, süßes Mädchen. Man hätte sich doch mal umdrehen sollen, hä? Es ist vollbracht. Ich bin... Was? Was ist? Das ist nicht richtig. In was verwandle ich mich? Beim Blut des Outsiders? Ist das ein Trick? Hallo, du hast mich gar nicht gesehen, was? Niemand verarscht mich. Niemand verarscht mich. Emily gerettet. Ist das nicht schön? Yay, saubere Ende. Wir haben niemanden getötet. Das haben wir aber... Ach so, stimmt. Weil das jetzt zu Ende ist. Wir haben ja nie jemals jemanden getötet. Brickmore Groves gefunden. Das Rezept der Lumpengräfin voll vollständig. Delilah Coppersoon in Falle gelockt. In Falle gelockt. Das ist schönes Deutsch. Wir haben es geschafft. Ich bin stolz, froh und auch was auch immer, dass wir das so schön doch dann geschafft haben und sogar auch Delilahs Meisterwerk vollendet haben. Sie hat ihre Kraft nicht umsonst vom Outsider bekommen, ne? Das musste sie ja auch demonstrieren, aber dumm, dass man sich nicht nochmal umdreht, um zu sich zu vergewissern, dass das Bild immer noch da ist. Tja, dumm gelaufen, Delilah. Vielleicht hätten wir noch mit ihr reden können, ich weiß gar nicht. So hat sie uns gar nicht mehr mitbekommen. Es tut mir leid, dass wir vielleicht ein bisschen jetzt nicht mitbekommen haben, was sie da genau beschworen hat, aber sie wollte an sich ja einfach nur Emily beschwören und hier Platz tauschen. Es war ein bisschen hektisch vor dem Gemälde, ich konnte es mir auch nicht in Ruhe angucken, weil ich Angst hatte, dass sie sich gleich umdreht und so. Deswegen war es ein bisschen hektisch, sorry deswegen, aber alles ist verbunden. Die Bedrohung durch Delilah ist vorbei, du hast deine Wahl getroffen. Komme, was da wolle. Keiner wird je erfahren, wie schwer es war, Emily Caldwin davor zu bewahren, lebendig tot zu sein, als Delilahs Marionette. Keiner außer dem Outsider, der alles sieht, seine eigenen dunklen Gedanken hat und mit nur wenigen spricht. Ich lernte, dass jede unserer Entscheidungen zählt. Irgendwann. Irgendwo. Und früher oder später, auf Wegen, die wir nicht immer verstehen, haben wir die Konsequenzen zu tragen. Mit 16 kam ich von Sir Cornos nach Dunwall als Kind, wurde dann zum Attentäter. Und einer der wenigen, der den Outsider hören konnte. Ich habe eine Kaiserin ermordet, aber ihre Tochter gerettet, die eines Tages selbst herrschen wird. Das waren meine Entscheidungen. Ich bin bereit für die Konsequenzen. Und das Schöne ist, wir wissen ja, was die Konsequenzen sind.
Priesterin tötete und ihre Tochter mitnahm, ist etwas in mir zerbrochen. Jetzt will ich nichts mehr als diese Stadt verlassen und aus der Erinnerung derer verblassen, die hier wohnen. Ich habe genug vom Töten. Mein Leben liegt in ihren Händen. Treffen Sie Ihre Wahl. Das war wortgewandt vorgetragen für einen Mann mit dem Blut Unschuldiger in den Händen. Leider kennt Corvo die wahre Geschichte nicht, oder? Naja. Wie du dich in den letzten Tagen schattengleich durch das Gefängnis von Coldridge bewegt, die verworrene Unterwelt Dunwalls betreten und unverletzt verlassen und eine der größten Hexen dieser Generation mit Besonnenheit und Geschick überlistet hast. Wie du Emily Caldwin, die Tochter der Kaiserin, die erste ihres Namens, gerettet hast. Und niemand wird es jemals erfahren. Aber wie sieht das Ende von Doubt aus? Dem bezahlten Mörder. Dem mörderischen Retter des Kaiserreichs. Das liegt nun in Corvos Hand. Wir haben uns doch schon entschieden. Damals. Das Corvo haben wir es nicht getan. Weil wir die Beweggründe verstanden haben. The Bridgemoor Witches, es ist vollendet, es ist vollbracht. Ich bin froh und ich freue mich darüber, dass es neue Wege, ein doch sehr schönes Ende gab. Das macht mich ganz, ganz froh und da kriegt man sogar gar ein bisschen eine Gänsehaut am Ende. Weil man ja weiß, wie es dann... Also, ich finde es toll, dass ich das gerade... Klar macht es das im Spiel. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es den Speicherstand checkt vom Hauptspiel, wie wir uns da entschieden haben. Wäre natürlich interessant zu sehen, weil hätten wir Doubt umgebracht zum Beispiel im Hauptspiel, wäre das ganz cool hier zu sehen, ob das auch passiert oder ob es abhängig davon ist, wie wir uns hier entschieden haben und das hier auf eigenständige Art und Weise geht. Ist natürlich eine interessante Betrachtungsweise. Ich muss allerdings sagen, zu diesem DLC, der war auf jeden Fall besser als der davor. Glaube ich? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Was haben wir beim letzten Mal? Ja doch, der war handlungstechnisch ein bisschen besser, weil es klar, hier ging es halt mehr um Delilah und um dahinter zu kommen und hinter Delilah zu kommen, um hinter Delilah zu kommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja? Wenn wir hier schon gerade die Hunde sehen. Egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass es ich ganz spannend finde, wie sie das hier gemacht haben und dass es auch wirklich gute DLCs sind. Das muss man mal sagen, es gibt viele DLCs, die nicht so besonders sind, aber das hier ist sogar essentiell von der Handlung. Es erzählt ziemlich viel Hintergrund und es treibt die Handlung, die Haupthandlung zwar nicht so weit voraus, aber man bekommt so einen krassen Blick nach hinten, wie es hinter den Kulissen aussah, was wirklich Doubt eigentlich bewirkt hat, was er eigentlich gemacht hat. Das ist schon richtig cool eigentlich, wenn man das mal bedenkt. So, ja, und das ebnet uns natürlich den Weg für den zweiten Teil von Dishonored, die Maske des Zorns, der ja dieses oder nächstes Jahr, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wann er released wird, auf jeden Fall auf der E3 wurde er ja bereits vorgestellt. Kann sein, dass auf der Games Convention noch ein bisschen mehr Details dazu ans Tageslicht kommen, aber wir wissen ja schon, dass es um Emily Caldwin dann geht und die da scheinbar kräftig auf den Putz haut. Ich bin auf jeden Fall, darauf bin ich auch noch sehr gespannt. Wir werden das wahrscheinlich dann auch Let's Playen. Ich habe es schon teilweise, glaube ich, angekündigt gehabt. Nicht offiziell, aber in Kommentaren kann man das lesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß auf jeden Fall mit diesem Spiel. Vor allem mit diesem DLCs. Ich weiß, hat sich ein bisschen die Länge gezogen jetzt. Eine Folge wahrscheinlich oder mehrere Folgen, die es ein bisschen länger gedauert hat. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich bedanke mich natürlich jedes Mal fürs Zusehen. Hat mir natürlich auch sehr viel Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Auch wenn ich es langsam spiele, aber ich finde, so muss man das Spiel spielen. Wer keinen Bock drauf hat, der muss es ja nicht gucken. Und ich glaube, viele hatten oder haben nicht so einen Bock drauf. Deswegen gucken sie es auch nicht. Oder, ja, ne? Ist auch egal, die Leute, die es gucken, da freue ich mich auf jeden Fall, die es sehen. Vielen Dank, Yumi, an dieser Stelle. Ja. Was soll ich noch Großartiges sagen? Außer, dass ich mich auf den zweiten Teil freue, dass dieser DLC schön war, weil man schön was von Doubt erfahren hat. Und wie ich es beschrieben habe, schon damals, glaube ich, im Hauptspiel, dass Doubt hat, weil man es ja auch gemerkt hatte in dem Hauptspiel, als man im Unterschlupf von Doubt war, dass er das so wahnsinnig bereut und es rückgängig machen wollen würde. Und jetzt hier am Ende hat man
wahrscheinlich aber auch, weil man auf niedrigem Chaos-Level gespielt hat, hat man das auch mitbekommen, dass er hier so überhaupt nicht wollte, dass das passiert. Also, dass er nicht mehr diesen Weg bestreiten wollte, dass er was ganz anderes machen will. Und ich finde das interessant, weil sie das hier jetzt mehrere Ebenen aufmachen. Schon davor mit Billy Lurk, die haben wir ja auch verschont, die ist auch abgehauen. Das heißt, die könnte jederzeit wieder vorkommen. Genauso wie Daud. Daud wird jetzt hier von Corvo quasi freigelassen, gesagt, hey du, mach was du willst. Hau ab. Dass die anderen dich vergessen. Ich find's halt nur komisch, dass man wirklich Emily spielt. Klar, ich mag auch Emily, aber ich find's halt komisch zu spielen, weil sie ja eigentlich die Kaiserin ist, ne? Und von da, so gesehen, ist es dann so ein bisschen komisch, weil ich habe eigentlich gedacht, man spielt wie jemand neuen, anderes Setting, also vor allem, weil nur andere Stadt, weil wir spielen sicherlich nicht mehr in Dunwall. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Kanaka gesagt wurde oder so. Es sah auf jeden Fall ein bisschen, oder vielleicht, wahrscheinlich spielt man vielleicht auch in Sarkanos. Die Heimat von Daud und Corvo ist natürlich auch eine logische Konsequenz daraus. Da, wo der Held herkam, geht es dann im zweiten Teil hin. Bin natürlich gespannt, ob wir Corvo vielleicht doch noch zu Gesicht bekommen in dem neuen Teil. Oder ob wir Daud zu Gesicht bekommen. Oder andere Leute, die man aus dem ersten Teil kennt. Das ist immer das Schöne bei Fortsetzungen. Und man freut sich immer darauf, Charaktere aus dem Teil davor wiederzusehen. Und für alle Leute, das ist ein bisschen spät, wenn ich das sage. Für jeden, der Dishonored gespielt hat, aber nicht die DLCs, spielt die DLCs. Sonst verpasst ihr wirklich etwas auch inhaltlich. Und spielerisch ist es mit Daud natürlich auch ein bisschen anders, ein bisschen neu. Weil er andere Fähigkeiten hat. Das macht schon eine gute Abwechslung. Und das frischt das alles ein bisschen auf. Klar, das nützt sich alles mit der Zeit ein bisschen ab, wenn man dann über 100 Folgen insgesamt hat von dem ganzen Spiel. Ich weiß gar nicht, bei wie viel ich jetzt insgesamt bin. 150, 160, vielleicht irgend sowas in der Art. Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall, oder vielleicht sogar 170. Ist auch egal. Unter 200 ist es glaube ich, noch ganz knapp. Naja. Auf jeden Fall nach so einer langen Zeit vom Let's Playen, vor allem weil das ja nur alle mal zwei Tage rausgekommen ist, zieht sich das ganz schön. Also wir sehen jetzt eigentlich hier auch noch einen Abspann vom vom Hauptspiel, glaube ich. Deswegen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ist auch egal. Den lasse ich auf jeden Fall trotzdem ablaufen, weil, ne? Einfach damit die Zeit genutzt wird und ihr nicht so eine wahnsinnig kurze Folge habt, könnt ihr noch meinen weisen Worten lauschen. Ich glaube, das ist trotzdem gleich zu Ende. Und was wollte ich noch sagen? Ja, wir haben es mit sauberen Händen wieder mal bewerkstelligt, ohne jemanden zu töten. In den zwei DLCs haben wir niemanden umgebracht als Daud. Ich finde das immer noch ein Phänomen, quasi, wenn man mal überlegt, dass Daud voll der Attentäter ist und er hat absolut niemanden getötet. Im Gegensatz zu Corvo, bei dem ich leider am Anfang so ein bisschen den Fehler gemacht habe, dass ich da aus Notwehr getötet habe, weil ich nicht besser wusste. Vor allem nicht, dass es eine Trophäe dafür gab. In memory, Herr Miles, T. Jasmine Coldwin, Mother to Emily. To us all oder sowas. Und da sehen wir noch, dass Daud seine Klinge abgelegt hat an dem Grab und hofft wahrscheinlich, dass wo auch immer Jasmine Coldwin ist, sie ihm verzeiht. Schließlich, wenn sie tot ist, wird sie wissen, dass Daud ihre Tochter gerettet hat. Ja. Schönes, rundes Ding, muss ich sagen. Greift alles wunderbar ineinander. Und ja, könnte man sicherlich auch irgendwo verfilmen. Könnte man machen. Ich mag ja auch den Look von dem Spiel und das ganze Setting ist super. Und mit diesen letzten Worten nochmal danke und ich freue mich schon auf das nächste Let's Play. Ich glaube, es wird Tomb Raider. Ich hatte das schon mal erwähnt. Vorhin. Letzte Folge. Weiß ich nicht mehr. Das wird wahrscheinlich Tomb Raider sein. Darauf freue ich mich natürlich auch. Habe ich noch nicht gespielt und ich weiß nicht, wie lange ich noch die Ära PS3 aufrechterhalten werde mit Let's Plays. Weil die Spiele... Es gibt jetzt nicht mehr so viele neue Spiele für die PS3, die einen interessieren, weil es kommt die PS4-Zeit. Und ich freue mich auf Uncharted 4. Auch Until Dawn wird sicherlich interessant, auch wenn es wahrscheinlich nicht besonders spielerisch toll sein wird. Aber es kann lustig werden, wenn wirklich jeder sterben kann oder auch nicht jeder sterben kann. Und man muss halt mit den Entscheidungen leben, die man trifft. Hat mich ein bisschen an Obscure erinnert. Sei es drum. Würde ich wahrscheinlich, also
Uncharted 4 weiß ich nicht, ob ich das Let's Playen wollen würde. Oder lieber wieder privat alleine spielen. Ich genieße das Spiel einfach dann privat. Ich habe auch überlegt, ob man sowas vielleicht, ich weiß nicht, wie das geht mit Konsolen und sowas, twitchen könnte. Und dann live streamen sozusagen. Ich weiß nicht, ob da Interesse besteht. Müsstet ihr mir mal sagen. Ich erreiche natürlich jetzt mit dem Video nicht so viele Leute, aber die treuen Zuschauer werden sicherlich was darauf zu sagen können. Vielleicht mache ich das in Zukunft. Ich habe noch ein anderes Projekt, was ich gerne noch machen wollen würde. Es dreht sich um Honey Pop, das kann ich sagen. Weiteres wird wahrscheinlich noch folgen. Dishonored 2 werde ich wahrscheinlich auch spielen. Was heißt wahrscheinlich? Ich werde das auf jeden Fall auch spielen. Wahrscheinlich auch Let's Playen. Nicht wahrscheinlich, ich werde es Let's Playen, wenn ich es dann habe. Ich werde auch hier Murderer Soul Suspect spielen. Das habe ich mir geholt, das wartet nur darauf, aber das werde ich dann nach Bloodborne reinschieben. Damit es dann Ausgleich gibt zwischen PS4 und PS3. Weil PS3 braucht nicht so viel Ressourcen, sage ich mal. Das geht immer schneller, das zu rendern. Braucht auch nicht so viel Nachbearbeitungszeit. Und es läuft stabiler mit Elgato als mit der PS4. Da gibt es immer dann wieder Probleme und dann haben wir die ganzen scheiß Bildfehler am Start. Egal, ich rede schon wieder zu viel. Ich danke, bye, bye, euer JMO hier bei Moonmods Mo sagt Cheerio und ich freue mich aufs nächste Projekt. Bis dahin, bye, bye.